Hallo hier Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, ich bin wieder auf unserem Reaper und aus dem Grund, dass hier noch eine neue Quest offen ist und die gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir hier alle Rollenquests erfüllt haben. Das Biest in der Kälte. Ich grüße dich, Tero, Retter der Welt. Wir alle haben die Geschichten gehört, wie du Eversia und Doma von den Blasphemitäten befreit hast. Noch mehr Ungeheuer warten darauf, vernichtet zu werden, und wir sind dank der Unterstützung unserer Freunde auf einem guten Weg. Die tapfersten Widerstandskämpfer von Bosia zum Beispiel haben uns berichtet, dass sie eine weitere Blasphemität erschlagen haben. König Hien und seine Truppen haben dabei tatkräftig mitgeholfen. Noch erfreulicher aber war die Nachricht aus Verlet, dass der galeische Wolf und seine Krieger zusammen mit einem Trupp Soldaten aus Alamigo einen weiteren Sieg einfahren konnten. Doch nun haben uns Meldungen erreicht, dass auch in Galemald eine weitere Blasphemität in Schnee und Eis lauert, also hat man uns um Hilfe gebeten. Ist das nicht seltsam? Während der letzten Tage haben unzählige Ungeheuer Galemald heimgesucht, aber nie eine Blasphemität. Doch damit nicht genug. Mutige Galear, die dort Schweiß und Blut vergießen, um ihr Land wieder aufzubauen, verwandeln sich ihrerseits in schreckliche Endzeitbestien. Der Himmel brennt nicht mehr, du hast den letzten Tagen ein Ende bereitet. Doch diejenigen, die sich bereits verwandelt hatten, können nicht mehr gerettet werden. Die Nachwirkungen dieser Katastrophe werden uns noch lange beschäftigen. Wir werden noch mehr erschütternde Berichte dieser Art erhalten, bis sich die Wogen geklärt hat und der Einfluss des Akashas wieder gelegt hat. Die Blasphemität in Galemald soll stärker als alle anderen sein. Wir verlassen uns auf deine Hilfe. Wenn du die Bitte annimmst, versteht sich. Ja, ich bin dabei, oder warum kann das Isabakorps nicht einschreiten? Ja, wir sind dabei. Unsere Freundin Charlian werden glücklich sein, das zu hören. Ich weiß, dass sie auf dich zählen. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich, dass man sich in Charlian so große Gedanken um die Situation in Galemald macht, aber bestimmt hat man dort seine Gründe. Bring sofort nach Galemald auf. Der Nachrichtenoffizier wird dich über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Viel Erfolg! So, nun auch noch eine Endzeitbestie in Galemald. Dann haben wir alle Gebiete im Prinzip dann hinter uns. Und da steht auch schon, sonst gibt es hier aber nichts Neues. Nee. Tiro nun, es ist meine Ehre, euch zu treffen. Ich nehme an, ihr seid hier, um uns bei der Jagd auf die Blasphemität zu helfen. Maxima und Lucia werden erleichtert sein. Bitte folgt mir, ich führe euch zu ihnen. Schön, dich zu sehen, Tero. Wenn die Umstände auch nicht die angenehmsten sind. Entschuldige, dass wir dich schon wieder in waghalsige Abenteuer hineinziehen, aber wir brauchen deine Hilfe. Ich denke, am besten kann der Mann alles erklären, dessen Trupp die Blasphemität selbst entdeckt hat. Ah, Theo, dann können wir uns langatmige Begrüßungen ersparen. Danke, dass du unserem Ruf gefolgt bist. Angefangen hat die Sache mit einem gemeinsamen Unterfangen zwischen dem Rat der Philosophen und den Loporit. Es soll eine neue Aufgabe für den Mond gefunden werden. Seine eigentliche Funktion, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen, ist natürlich inzwischen überflüssig geworden. Aber er kann den Bewohnern von Aetheris noch auf andere Weise einen Dienst leisten. Die Idee ist genial. Der Mond soll das gesamte Wissen unserer Welt beherbergen. Ein Archiv von bisher ungekannter Dimension. Charlian rühmt sich, großes Wissen angehäuft und gesichert zu haben, aber seine Archive sind alles andere als vollständig. Sollte uns erneut eine Katastrophe ereilen, sei sie natürlicher Art oder nicht, könnte unser Wissen, mühsam über Generationen und sogar Zeitaltern angesammelt, ein für alle Mal verloren gehen. Nicht aber, wenn wir sie sicher auf dem Mond verwahren. Und besser noch, dort untersteht es nicht der Kontrolle irgendeiner politischen Macht. Dies diskutieren wir mit Eosea, dem Fernen Osten, Rat Satan. Alle stimmten darüber ein, dass eine Forschungsmannschaft den Mond vermessen und auch seine Eigenschaft als Lager des Wissens untersuchen sollte.
Doch dazu kam es nicht. Wir waren gerade auf dem Weg zum Transporter im Turm von Babel, als wir auf ein Geschöpf stießen, das wir für eine Blasphemität halten. Der Verdacht wurde bestätigt, als uns Kunde erreichte, dass sich Galear vor den Toren der ehemaligen Kaiserstadt in Endzeitbestien verwandelt haben. Es gilt aber auch noch Erfreuliches zu berichten. Wir haben Verstärkung bekommen. Atoyel und einer der Hüter der Weißen Viper sind bereits dabei, die Verwandlungen zu untersuchen. Der Himmel mag nicht mehr brennen und die Verbreitung des Phänomens größtenteils gestoppt sein, doch wir müssen wachsam bleiben. Alfino und Alize haben sich bereit erklärt, auf das Tertium aufzupassen, während wir uns hier mit der Blasphemität beschäftigen. Leider gibt es Komplikationen. Yugiri und Fordolor leiten den Erkundungstrupp. Sie können besser erklären, was ich meine. Ich werde euch auch begleiten. Als Vertreter Schaleans möchte ich diesem Unterfangen die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen. Gut, dann sprechen wir doch mal mit Yugiri und Fordola. Theo, es ist schön, dich wiederzusehen, wenn auch an einem ungewöhnlichen Ort. Hat Lucia die Komplikationen erwähnt? Ich werde einen Soldaten berichten lassen, der mit dem Schutz unserer Mission beauftragt war. Der? Kennt ihr euch? Lange nicht gesehen, Lorenz, oder ist das nicht der Kommandant vom Herr der Helden? Ja, ist es nicht der Kommandant vom Herr der Helden? Ich bin nur ein einfacher Soldat, der sich auf ein Abenteuer eingelassen hat. Der Kommandant vom Herr der Helden soll wie der verlorene Schatz Rauschebart sein, voller Rätsel und Geheimnisse. Sagt man, unmöglich, ihn an einem Ort wie diesen zu treffen. Aber jetzt zu meinem Bericht. Wir haben das Ding oben im Turm von Babel entdeckt, in der Annex-Sektion. Dabei war die Blasphemität nicht allein. Unzählige Biester scharten sich um sie wie Ritter um ihre Königin. Wir wollten aus der Distanz zuschlagen, aber nicht eine Kugel traf ihr Ziel. Da war irgendein Zauber am Werk, eine Barriere, durch die ich nicht hindurchspähen konnte. Immer mehr Bestien erschienen, es blieb nichts anderes als der Rückzug. Ich sage euch eins, diese Barriere verurteilt jeden Angriff zum Scheitern. Da gibt es kein Durchkommen. Wenn ich es richtig verstehe, verlieren Blasphemitäten bei ihrer Verwandlung all ihren Äther und sollten ihn somit auch nicht mehr beeinflussen können. Wie ist das möglich? Das ist die Frage, was? Ich dachte, vielleicht beschwört sie ja eine Art Schild. Aber was weiß ich schon über Magie? Deswegen möchte ich mit der ältesten Saatseherin sprechen, sobald sie hier eintrifft. Wenn sich jemand mit Magie auskennt und die Barriere niederreißen kann, dann sie. Aber zuerst muss jemand diese Verwandlungen aufhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Soldaten zu verlieren. Ich werde mit Antoyal beratschlagen. Es gibt da noch etwas. In dem Turm wurde ich auch das Gefühl nicht los, dass uns irgendjemand oder irgendetwas beobachtet. Zuerst dachte ich, ich bilde es mir nur ein, aber da war was. Achte darauf, wenn du den Turm betrittst. Dieses Ding ist eh irgendwie gruselig. Aber okay. Vor allem, es leuchtet immer noch so komisch rot. Als wäre das Ding immer noch geladen, voller Äther. So, Atoyel, Ja, der Herzog halt. Oder Graf. Theo, schön, dich hier bei uns zu haben. Der Pfad vor uns ist voller Schatten und Gefahren, aber für einen Mann mit seinen Talenten wird er sich lichten. Wir haben auf unseren Erkundungen bereits ein paar überraschende Entdeckungen gemacht. Keiner der Galear in Camp Splitterglas und im Tertium hat sie verwandelt. Das haben wir Maxima, Alfino und Alize zu verdanken. Aber die, die weniger Glück hatten, stammen alle aus Locus Amoenum. Aus Corvus? Der eigentlichen Heimat der Galear? Richtig, sie wurden von den Auswirkungen der letzten Tage von dort vertrieben und suchten Zuflucht in Galemalt. Als sie die Hauptstadt erreichten, lag diese bereits in Trümmern.
Man bot ihnen Hilfe an, aber viele zogen es vor, sich allein vor den Toren der Stadt durchzuschlagen. Wir wollten mit ihm sprechen. Vielleicht können sie uns etwas Wichtiges berichten. Bitte begleitet uns doch. Die Heimkehrer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Teilen wir uns in zwei Gruppen. Forchenot und du sprechst mit den Leuten in Siegerslohn. Wir beide erkunden uns währenddessen an der Exostation 4. Wir treffen uns später wieder hier. So, Forchenot. Ja. Siegerslohn liegt östlich von hier, richtig? Gehen wir. Bin ich gerade froh, dass sich der ins Nichts aufgelöst hat, weil sonst hätten wir jetzt dahin latschen müssen. Mit dem im Gepäck. Ich weiß nicht mehr, ob der kämpfen kann. Also er sollte zumindest, aber Alfino hat ja seinen weißen Kristall mit seinen Naoliten. Oder der eigene. Neuere. Naja, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Aber vorerst wissen wir nichts darüber. Vorne ist es. Hoffentlich sind sie uns auch wohlgesonnen. Besonders angenehm sind die Bedingungen nicht, unter denen sie leben. So, hallo. Reden? Was gibt es schon zu reden? Wir haben keine Heimat, keine Zukunft. Nichts als jämmerlicher Untergang steht uns bevor. Och Gott, die verwandeln sich doch bestimmt bei alle. Du wirst mit mir sprechen, wenn du dich für unsere Sorgen interessierst? Ja, davon haben wir genug. Wir haben alles verloren. Unsere Leben, unsere Geliebten und unsere Heimat sogar gleich zweimal. Ich habe im Militär gedient, aber es hat es genutzt. All meine Freunde sind tot, mein Sohn ist tot. Und wofür? Damit wir wieder nach Locus Amoenum zurückkehren? Ein schöner Traum war das. Diese Katastrophe hat ihn zunichte gemacht. Also rannten wir, was die Beine hergaben, nach Galemalt. In jeder Ecke sahen wir Zerstörung und Elend. Das war anscheinend kein schöner Trip. Ich weiß nicht, warum sich einer wie du für unser Schicksal interessieren würde, aber gut. Viele von uns waren beim Militär. Manche haben ihren Dienst ehrenvoll absolviert. Andere, wie ich, wurden als verletzt und unbrauchbar ausgemustert. Immerhin hat man mich nach Locus Ammonium übersiedeln lassen. Warm war es da und die Böden fruchtbar. Der Aufstand der Korvaren war natürlich ärgerlich, aber die zweite Legion hat schnell für Ruhe gesorgt. Wir hatten ein gutes Leben. Und dann, eines Tages, brannte der Himmel. Wir wurden von unsäglichen Kreaturen überrannt. Die zweite Legion konnte diese Ungeheuer nichts entgegensetzen. Nur knapp entkamen wir, mit nichts aus unserem Leben. Als wir hier ankamen, erwartete uns nur noch mehr Elend. Uns fehlt die Kraft, unsere Heimat ein zweites Mal von den Korvaren zurückzuerobern, also bleibt uns nichts anderes übrig, als hier zu bleiben. Hast du herausgefunden, was diesen Leuten widerfahren ist? Ja, sie wurden vertrieben und leben jetzt im Elend. Ja, das gleiche habe ich auch gehört. Die Streitkräfte von Locus Ammonium wurden im Verlauf der letzten Tage geschlagen. Die Bewohner flohen in Angst um ihr Leben nach Galemalt. Sie hofften darauf, dass das mächtige Kaiserreich ihnen dabei helfen würde, ihre Heimat zurückzuerobern. Aber als sie endlich die Kaiserstadt erreichten, lag sie schon in Trümmern. Die Lande, die lange als eigentliche Heimat der Gallier galten, sollten für immer verloren sein. Wer weniger in geschichtlichen Dingen visiert ist, mag meinen, dass die Gallier seit Ewigkeiten im eiskalten Norden Ilsebals wohnen. Doch dorthin zogen sie erst, als die Korvaren sie vor 800 Jahren überfielen und vertrieben. Als die Magitek aufkam, hätte es Kaiser Solos ein leichtes sein sollen, sein Volk in einen Krieg zu schicken, der ihnen ihr Land zurückgegeben hätte. Doch die Geschichte lehrte uns etwas anderes. Das Land, das sie Locus Ammonium nennen, wurde die Heimat vieler Völker und unter ebenso vielen Namen bekannt. Doch
dass dieses Land nicht nur den Galliar gehört, zeigt bereits ein Blick in die dritte Ära des Lichts, als die Elago dort beheimatet waren. Doch selbst wenn die Galliar ein Anrecht auf Locus Ammonium hätten, rechtfertigt dies lange nicht ihre Feindseligkeit gegenüber fremden Völkern. Ihre Feindseligkeit, die nur hauchdünn vom Mantel einer vermeintlichen Gerechtigkeit verhüllt wurde, hätte dieser stolze Volk doch nur die Stärke gehabt, sich von den Ketten des Hasses zu befreien. Hilfe, ein Ungeheuer! Ist es etwa eine Verwandlung? Schnell, Tiro, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer, wo bin ich? Ach, hier. Hallo? Er sagte, es ging ihm nicht gut, also wollte ich helfen. Und dann hat er sich... Keine Verletzungen zu sehen. Hat er nicht angegriffen? Er verschwand in Richtung des Turms. Wie benommen wankte er von dann, als würde ihn etwas rufen. Er kann noch nicht weit gekommen sein. Verfolge ihn. Ich kümmere mich um die Leute hier. Gut, irgendwo hier. Hinfort, Terminus Schänder. Du hast ihn rechtzeitig gefunden, den Himmel sei Dank. Hier ist wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt. Es gab auch keine weiteren Verwandlungen mehr. Zeugen berichten, dass die arme Seele, die zur Endzeitbestie wurde, vorher diesem Radio zugehört hat. Es spielt immer noch die gleiche mysteriöse Nachricht. Kaiserreich. Nicht mehr. Nie wieder. Sich erheben. Als du die Nachricht mehrmals hörst, machst du folgende Wortlaut aus. Das Kaiserreich existiert nicht mehr. Nie wieder soll es sich erheben. Wie ist das möglich? Es gibt doch keinerlei Sender mehr. Anima selbst war in der Lage, seine Nachricht zu senden, oder letztes Mal wurde die Stimme direkt aus dem Turm von Babel gesendet. Naja, damals war es Anima selbst. Ja, aber sowohl Anima als auch Van Daniels Vorrichtung im Turm von Babel existieren nicht mehr. Dafür hast du gesorgt. Also wer oder was steckt hinter dieser Nachricht? Tiro, Fushino, hättet ihr wohl einen Moment? Emmerich und April Melvip sind da und bitten um eine Unterredung. Entschuldigt, dass wir erst jetzt erscheinen. In Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Situation habe ich den Admiral mit einbezogen. Wir waren uns einig, dass wir selbst vor Ort sein sollten. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um zu helfen. Wer hat an der Erkundung des Turms teilgenommen? Das war ich. Vielen Dank, dass ihr uns eure Hilfe zuteil werden lässt. Lasst mich euch auf den neuesten Stand bringen. Und das ist also das Radio, von dem du sprachst? Kaiserreich nicht mehr, nie wieder sich erheben. Eine herbe Erinnerung an das Schicksal der Galliar. Und genug, um ein paar Zweifeln die letzte Hoffnung zu nehmen. Die Frage ist, wer sendet die Nachricht und woher? Ein glorreiches Ewigkeit. Für ein glorreiches Gallemalt in alle Ewigkeit? So hieß es doch. Erkennst du die Nachricht? Das war Nervas Parole. Niemand, der unter seiner Herrschaft lebte, könnte diese Worte je vergessen. Nach dem Mord an Kaiser Varys erhob er Anspruch auf den Thron, nicht wahr? Unsere Spione haben seine Spur nach Ausbruch des Bürgerkriegs verloren.
Wie sollte er unentdeckt in den Turm eingedrungen sein? Es scheint angesichts der vielen Bestien, die den Turm bevölkern, unmöglich. Es sei denn... Glaubst du, die Stimme gehört der Blasphemität? Oder glaubst du, die Stimme gehört Nerva? Könnte es Nerva sein? Ist er vielleicht beides? So kann man es sagen, ja. Aber Nerva ist die Blasphemität. Er sah sich des Thrones beraubt und war gezwungen zuzusehen, wie das Land, über das er herrschen wollte, niederging. Er muss von Zorn und Enttäuschung zerfressen und verwandelt worden sein. Das Schicksal der Gallier erinnert mich an die Saragin, die mit allen Mitteln ihre Leichgründe bewahren wollten. Ja, die Gallier fanden Trost in ihrer Ideologie, so wie auch die Ishgarde sich immer wieder ihrer Religion zuwandten. Wer seiner Heimat und Träume beraubt ist, verfällt leicht solchen Ideen. Wenn man ihnen nur so leicht helfen könnte wie den Saragin, dem wir ein neues Zuhause anboten. Die Gallier werden sich mit nichts weniger als Locus Ammonium zufrieden geben. Ihr eigentliches Zuhause, was die Korvare mit Blut und Schweiß zu verteidigen bereit sind. Wir müssen ihnen helfen. Können wir denn nichts tun, um ihnen ihre Identität und ein sicheres Leben zurückzugeben? Galemald muss aufs Neue errichtet werden. Ja, so sehe ich das auch. Aber nicht unbedingt mit einem Kaiser. Keine leichte Aufgabe, aber es wäre eine Lösung. Das neue Galemald müsste eine souveräne Nation sein, ohne unter der Aufsicht anderer Länder zu stehen. Sonst wird es den Galliern nie ein neues Zuhause werden. Alfino und Alice haben bereits Anstrengungen unternommen, den Galliern etwas Normalität zurückzugeben. Ein wichtiger Schritt, doch ohne fähige Führung bringt es uns nicht weit. Vielleicht hätte es den Galliern gut zur Abwechslung selbst über ihr Schicksal zu entscheiden, statt dem Willen eines Kaisers zu folgen. Unter den Flüchtlingen im Camp Splitterglas befinden sich ehemalige Senatoren. Mit ihrer Hilfe ließe sich vielleicht eine neue Regierung auf die Beine stellen. Fragen wir die Gallier doch selbst, was sie von unserem Vorschlag halten. Die letzten Tage haben euch viel genommen. Euer Schmerz ob dieser Verluste liegt jenseits dessen, was ich mir vorstellen kann. Die Katastrophe ist abgewendet, aber ihre Folgen sind noch deutlich spürbar. Eine neue Blasphemität wurde geboren und es ist unsere oberste Pflicht, dass euch kein weiterer Schaden befällt. Eine Person allein vermag das nicht zu leisten, aber als vereintes Volk gibt es Hoffnung auf einen Sieg und ein besseres Morgen. Es steht uns nicht zu, euch zu sagen, wie ihr zu leben habt, aber wir möchten euch einen Weg aufzeigen. Es sind ehemalige Senatoren unter euch. Wärt ihr bereit, eine Übergangsregierung zu akzeptieren, gebildet aus diesen Senatoren, solange bis ein neues Galemald errichtet wurde? Ein neues Galemald? Ist das denn überhaupt möglich? Was soll eine Regierung schon an einem Haufen Asche errichten? Es ist doch nichts mehr übrig. Und zurück nach Locus Ammonium können wir auch nicht. Ist es eine Wahl zwischen dem Erfrierungstod hier oder einem Schwert in der Brust dort? Die Hindernisse mögen unüberwindbar erscheinen, aber ihr seid nicht allein. Just in diesem Moment sprechen unsere Verbündeten mit der ersten Legion, um Hilfsgüter zu organisieren. Und auch in den Provinzen gibt es viele, die Verständnis für euer Schicksal haben. Fragt sie, nicht als Eroberer, sondern als Mitbewohner dieses Gestirns, und sie werden euch helfen. Wenn ihr keinen Sinn darin seht, Galemald wieder aufzubauen, biete ich euch ein Leben in Schalayan an. Ihr würdet mit offenen Armen willkommen geheißen werden. Schalayan? Davon habe ich noch nie gehört. Wo soll das sein? Was sollen wir da? Ich will euch zu nichts überreden. Dass ihr Schalayan nicht kennt, liegt daran, dass der Staat sich strikt aus fremden Angelegenheiten raushält. Es ist eine Inselnation im Norden, welche viele Völker eine Heimat ist. Es würde euch nicht schwerfallen, dort ein neues Leben aufzubauen.
Ihr wäret weder Sklaven noch Diener. Jeder von euch wäre ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Darauf gebe ich euch mein Wort. Warum tut ihr das für uns? Die Eroberer, die ihr kaum kennt. Nun, Chalayan wusste von dem Schicksal, das dem Planeten während der letzten Tage drohte. Man bereitete sich bereits darauf vor, das Gestirn zu verlassen und dabei so viele Völker wie möglich mitzunehmen. Über die Galliar wurde auch gesprochen. Doch unvergessen war die Invasion in Alamigo, mit der Galamalt unser Verlangen nach Frieden mit Füßen trat. So wurde viel debattiert und man entschloss sich, Galamalt nicht in die Pläne einzubeziehen. Wir überzeugten uns, dass dies das Beste sei, auch wenn einer von uns lautstark protestierte. Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert obendrein. So lauteten seine Worte, doch ich ignorierte sie, als die letzten Tage bevorstanden. Theo und seine Freunde gaben nicht so schnell auf. Sie nahmen große Gefahren auf sich und öffneten mir die Augen. Ich erkannte, welche schrecklichen Fehler ich begangen hatte. Vielleicht sollten wir es versuchen. Dann kommt bitte nach Camp Splitterglass. Dort warten warme Betten und warmes Essen auf euch. Admiral Melvib und ich werden mit Maxima sprechen, wie wir den Galliern am besten helfen können. Wenn es irgendetwas wegen der Blasphemität zu besprechen gibt, werde ich dich sofort rufen. Wer war denn das? So, zum Abschluss gibt es ein Visionsremedium der Stärke 6 oder Geschicklichkeit oder Konstitution, Intelligenz oder Willenskraft. Und weil ich das Zeug eh nie brauche, wählen wir einfach mal Stärke. Irgendeins müssen wir ja auswählen. So, wie es dann allerdings hier weitergeht mit dem Fourchino, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ich bin also seid willkommen in meiner Domäne.